32 für alle, die auf YouTube zugucken. Ihr habt vorher die Vorschau zu Episode 24 geschaut, die kommt dann morgen raus. Und ja, heute wollte ich mal eine Art Community-Stream machen, mit euch mal zusammen zocken. Das soll heißen, die Strecke, die ich gebaut habe, ist in 15,6 Kilometer, das habe ich heute herausgefunden, ist offen für euch alle. Also, wenn ihr mitspielen wollt, denn wir müssten ein paar Versorgungsfahrten machen, dürft ihr euch heute melden. In Twitch. Und ich versuche das auch irgendwie zu capturen. Also heute offen für alle. Also schreibt es mir in den Live-Chat, wenn ihr mitspielen wollt. Es gibt einerseits, müssen wir hier hinten das Lager mit Scheitholz aufladen. Das ist nur zur Hälfte gefüllt und das hätte ich gern voll. Und die Schmelzhütte unten sollte man ebenfalls füllen. Danach gibt es noch hier diesen Erzzug zum Aufladen und den sollte man auch noch runterbringen. Wir haben momentan 133 Erz hier drin. Und da könnte man eigentlich mit dem großen Holzzug hier rauffahren. Ist aber nur etwas für jemanden, der sehr gut fahren kann. Denn mit 18 Wagen hier hochziehen, ist es eine Challenge. Ich habe jetzt auch schon knapp 130 Stunden im Spiel und bin schon des Öfteren entgleist. Also, wenn ihr mitspielen wollt heute Abend, das ist ein Community Special, dann schreibt es mir in den Live-Chat auf Twitch. Und dann sage ich euch, wie ihr joinen könnt. Für den Anfang würde ich sagen, wir laden mal den Erzzug hier. Wollen wir erstmal schauen, dass hier alles richtig gestellt ist. Es sieht soweit richtig aus und das da hinten auch. Ich denke mal, die Lok ist kalt. Ja, ist sie auch. Werden wir hier einmal einheizen. Ja, das war's. Während die Lok hier mal aufheizt, überprüfen wir hier mal die Kupplungen. Richtig aus. Das auch. Auch. Ja, perfekt. Okay. Hier hinten müsste die Bremse angezogen sein. Die werde ich mal lösen. Und ich werde dann mal ganz kurz anziehen und schauen, ob alles mitkommt. Athanas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So. Dann schauen wir doch mal. Sehr gut. Alles kommt mit. Eben, Athanas, wir machen heute einen Community-Stream. Jeder kann auf der Strecke mitspielen. Also, wenn du willst, nur sagen. Wir haben die Freude, hier ein paar Fahrten zu machen. Okay. Ich glaube, wir könnten zumindest mal vorziehen. Und dann wieder nach hinten drücken. Wir dürfen es einfach mit der Leistung nicht übertreiben. Ah, da fängt schon wieder an mit dem Mikro ruckeln. Ja, was ihr jetzt alle noch nicht gesehen habt, falls ihr die Livestreams und die YouTube-Videos beobachtet, die Strecke hier hat ein bisschen Schönbau erlebt. Das habe ich vorgestern aufgenommen. Also die sieht unten wesentlich schöner aus, also gerade in Bereich da unten. Ich weiß gar nicht, ob man den Mauszeiger sieht. Ich glaube nicht. Habe ich abgestellt. Jedenfalls, ich habe sie mal verschönert, die Strecke. Wenn wir dann bald sehen. Den Bereich hier hinten, den kann ich nicht verschönern, weil ich nicht weiß, wie. Nee, dass es doof aussieht. Athanas wartet auf das Windows 11 Upgrade. Oh nein, warum machst du das jetzt schon? Freu dich schon mal auf FPS-Drops. Okay, das sollte reichen.
Dann schauen wir mal. Auf dieses Gleis reinkommen. For Science, ja. Also, das gleiche habe ich auch gemacht, als es dann offiziell dann draußen war. Prinzipiell, Windows 11 funktioniert okay. Aber ich habe jetzt das öftere Momente gehabt, wo mir das Startmenü einfach nicht aufgehen will. Und die FPS sind etwas weniger. Die zwei Punkte stören mich gerade am meisten. Aber vor allem das Startmenü. Dass es ab und zu nicht aufgehen will. Ansonsten komme ich mit Windows 11 soweit ganz gut zurecht. Jetzt ist noch interessiert, wie die Performance mit Railroads Online wird im Vergleich Windows 10, Windows 11. Weil momentan wird es mit der Performance immer schlimmer. Er fängt ja auch jetzt schon wieder an mit dem Mikroruckler. Das sind jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Wagen. Mit 18 wird es dann richtig schlimm. So, mal kurz reinbremsen. EG fragt, sag mal, wenn du Feuerholz von den Stationen nimmst und da Holzstämme anlieferst, wird das bei dir wieder aufgefüllt? Bei mir nicht. Also, ich habe mal Holzstämme und so weiter angeliefert. Das hat funktioniert. Ich habe das aber schon sehr lange nicht mehr gemacht, weil ich dann halt schon direkt auf das Scheißholz da umgestiegen bin. Also auf die da, wo man dann vier auf dem Wagen hochladen kann. Aber ich habe es mal mit den normalen Stämmen probiert. Das war recht am Anfang und das hat funktioniert. Wie gesagt, das habe ich schon einmal gemacht. Dann bin ich gleich jetzt schon richtig gegangen und habe das Scheitholz hier genommen. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind es knapp vier Wagen voll von dem. Moment, zwei Wagen voll von dem, die was es auffüllen. Glaube ich. Ich müsste es doch mal ausprobieren. Aber ich dachte, es wären zwei Wagen A4 Ladungen. Also macht acht Ladungen insgesamt. Könnte falsch sein, aber ich dachte, es wären 8 Ladungen, was braucht. Sprich, hier nochmal 4, also ein Wagen. Aber eben theoretisch kannst du all das, was du hier siehst, abladen. So. Dann werden wir Erz laden. Und den ersten Wagen mal parallel bringen. Und werden jetzt einfach nur einen Shoot nach unten stellen. Einen Timer stellen. Es dauert ungefähr 37 bis 40 Sekunden. Dann lasse ich den hier so drin stehen. Nur mit ein. Und er zieht dann weiter. Nein, nicht bin. Warte mal, ich warte mal kurz, bis der erste Wagen hier voll ist. Dann zeige ich dir gleich, was du vielleicht falsch machst. Jetzt gerade auf den Sekundenzähler schauen. Soll es eigentlich gewesen sein? So. Das Problem, was du vielleicht hast, Hitche, du musst hier hinten nicht voll sein. Du musst aber beide Stapel zeitgleich quasi abarbeiten. Also die zwei hier und die zwei hier. Ansonsten wird nicht neu generiert. Also schau immer, dass du so einen Stapel fertig machst und den zweiten und einen dritten und den vierten. Ich würde mal sagen, das ist ein Bug. Aber du musst schauen, dass du die Stapel, die du anfängst, immer fertig machst. Und dann weiter zum nächsten gehst. Und dann quasi wird es weiter produziert. Also in dem Beispiel hier müsste ich jetzt den Stapel weiter fertig machen. Wenn er fertig ist, fängt er wieder an zu produzieren und macht dann die fertig.
und so weiter. Das gleiche ist auch beim Sägewerk unten. Da musst du drauf einfach schauen, dass du bei den Brettern, also bei, gehen wir kurz nach da hinten, dass du hier die Bretter gleich viel abholst wie die Balken, damit es bei der Produktion weitergeht. Es ist genau das gleiche Phänomen. Beziehungsweise hier oben, dass du gleich viel hier hochbringst für die Produktion. Also nimm nicht nur einfach eins weg. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Okay. Schauen wir mal. Ist ja nicht ganz voll, aber ist okay. Das ist vielleicht 9. Jetzt ziehen wir eins weiter. Dann werde ich offen lassen und beim Beladen quasi durchfahren. So, das soll passen. Denke ich mal. So, und Timer wieder starten. Ja, zwischen 37 Sekunden und 40, wenn ich nur einen offen habe, ziehe ich dann weiter. Ich weiß, dass ich dann zwischendrin was verlieren werde, aber das ist mal wert. So kann ich einfach schneller aufladen. Also gehen wir wieder in die Lok rein. Da Holz rein tun. Und jetzt warten. Ja, immer gern, wenn ich da helfen kann. Ja, es hat eine ziemlich lange Lernkurve in dem Spiel. Dass man dann die Kniffe draußen hat. Ja, wir stehen schon zu lang. Mal auf die Uhrzeit gucken. Ja, und wieder zurücksetzen. Ich habe Gott sei Dank das Stream Deck bei mir, wo ich mal einen Timer programmiert habe, den ich dann jedes Mal durchstarten kann. Wir müssen mal schauen, wie viel es genau ist, aber irgendwas zwischen 37 und 40 Sekunden sind es, bis der Wagen voll ist. Ich meine, ihr habt es gerade im Preview gesehen, ich habe mal einen Wagen richtig vollgeladen, bis die Animation voll war. Und da habe ich dann über 100 Einheiten verloren, weil maximal 10 passen da rein. Es war sehr ärgerlich. Wie oft bin ich, also muss so oft hier nach oben fahren, bis dann hier mal die Linie voll wird. Grundsätzlich, wenn ihr, auch wenn ihr nicht streamt, holt sich mal so ein Stream Deck, weil gerade im Office-Bereich kann man es sehr gut nutzen. Man kann so viele Hotkeys damit mappen, in anderen Programmen auch. Ist super. Ich meine, für Streamen ideal, keine Frage. Aber ich nutze es auch beruflich. Ist. Und gestern habe ich das Streamed XL gekriegt, die größere Variante davon. Also ich will es nicht miss. Das ist Hammer. Auch vom Preis her war teuer. Ich glaube, das Streamed XL kostet momentan knapp 290 Euro sind es. Aber das ist ein bisschen anders. So. Es wird auch die erste Testfahrt nach dem schönen Bau. Ich hoffe, wir werden dann nirgendwo klippen. Ja, das normale habe ich nach wie vor, will es aber jetzt verkaufen. Jetzt habe ich jetzt die letzten 3 Jahre genutzt, aber jetzt will ich doch ein bisschen mehr Buttons haben. Ich meine, du hast beim alten ja schon die Features, dass du quasi Seiten hast, wo du das auf dem Button mappen kannst, aber es ist halt schon irgendwo cooler.
wenn du das alles auf ein Ding hast. So, weiterfahren. Das Einzige, was ich total useless finde, ist das Stream Deck Mini mit diesen drei Buttons. Ich meine, wo willst du denn das nutzen? Sekunden noch. Generell bin ich überrascht, dass Rayworth Online jetzt ein Überraschungshit war. Dass es so gut ankommt bei euch. Aber ich habe nach wie vor Angst, dass Rayworth Online irgendwas ein Schattenspiel wird. Dass die Devs das nicht weiterentwickeln. Weil das Vorgängerspiel, was er gemacht hat, hat er auch einfrieren lassen. Klar, das ist dann draus geworden, aber so ganz traue ich dem Ganzen noch nicht. Ist irgendwie so schön, um wahr zu sein, was er da hochzieht. Kannst sogar dein Smartphone damit steuern. Was hast du da für Funktionen, was du mit einem Smartphone dann machst? Du sagst, es geht über Stream Deck. So, wieder Zeit zum Weiterfahren hier. Okay, jetzt müssen wir raus. Zur Zeit zumachen. Lampen an und aus oder die Farben ändern. Ja, ich habe gesehen, dass es die Funktion gibt, aber die nutze ich nicht. Da sage ich lieber, okay Google, schalte alle Lampen ein. Ja, shit. Jetzt hat er es tatsächlich gemacht. Habt ihr nicht das Handy in der Nähe, wenn ihr das macht? Okay, wir sind voll. Dann werden wir das erstmal abladen. Die Weiche davon ist richtig. Jetzt wollen wir erstmal speichern. Nur zur Sicherheit, weil es das erste Mal, dass ich hier mit einem Güterzug bei der neuen zweiten Bergstrecke herunterfahre. Wir könnten noch ein bisschen einheizen. Ne, machen wir nicht. Wir fahren jetzt einfach einmal. Also ich hoffe, er hat jetzt gerade nichts eingeschalten. Also der erste Wagen dürfte, ich würde mal sagen, 9 Einheiten haben. Alle anderen sind voll. So, der Part ist noch unverändert. Wann ist das Licht? Okay, Google, schalte alle Lichter aus. Sorry, das musste sein. Okay. Tut mir leid.
So, das ist die erste Kurve, die ich hier drin gebaut habe. Also vorher war es hier die S-Kurve, wer sich erinnert. Gibt es dann in Folge 31 zu sehen. In ein paar Tagen. Mensch, das war ein Hassel. Aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Bin auch mit dem Gefälle hier nicht zufrieden. Ich habe es in der letzten Episode noch schon gesagt, eventuell werde ich das mal neu machen. Aber für den Moment tut es erstmal. Die schlimmsten Fehler habe ich erstmal weg. Dass wir hier auf der Seite die Glitches nicht mehr haben. Ah, oh, jetzt fängt er wieder zum Lecken an. Ich freue mich. Also ich muss mal ganz ehrlich überlegen, wie das weitergeht mit den Streams, wenn es hier so Performance-Probleme gibt bei den ganzen Wagen. Macht halt schon keinen Spaß. Das ist ja nicht ein Issue, was nicht nur ich habe, sondern das haben sehr viele, die mit vielen Wagen unterwegs sind. Oh, das ist ein bisschen schnell. Ach, alles gut. Hätte ich ja so vorher die Folgen quasi beobachtet, bisschen angeschaut auf YouTube oder bis jetzt quasi direkt neu zum Stream hinzukommen? Seit. Wow. Entschuldigung, da hat jetzt gerade mein Mikrofon runtergeschnallt. Seit Folge 1 dabei. Ja, coole Sache. Ja, dann ist es ja direkt irgendwie ein Spoiler für dich. Alles neu hier. Habe ich gestern gemacht. Ja, danke. Ja, es ist halt schon elend viel Arbeit, das Ganze hier zu bauen. Aber ich habe Spaß dran. Also, ich mache mir da auch keinen Stress, dass ich sage, okay, ich muss ganz schnell die ganzen Sachen verbinden. Ja, ich mache das ruhig und gelassen und gehe meinem Pace vor. Ich muss einfach noch ein bisschen was ausgucken. Ja, ich kriege keinen Fall, wenn das scheiße aussieht. Hier ein bisschen langsam hier. Also hier habe ich da eventuell vor, ein Gleisdreieck zu bauen. Mal schauen, wie ich das noch bauen werde. Aber es wird auf alle Fälle Sinn machen, wenn wir hier so ein kleines Gleisdreieck haben. Ja, da geht's weg zur dritten Bergstrecke, aber die ist noch nicht fertig. Die muss ich noch bauen. Aber zu zwei Drittel ist sie schon mal fertig. Haben wir ja im letzten Stream gebaut. Die ist bis jetzt echt schön geworden.
Ich bin gerade bei einer Holzroute. Auch ein Zweigleisausbau. Wow! Also mit Zweigleisausbau, das hatte ich auch im Kopf, aber das da rückt die mir weiter ferne, wenn ich weiß, wie anstrengend das ist, sowas zu bauen. Ich meine, jetzt wäre es ein bisschen einfacher, nachdem ich weiß, wie die Grundroute ungefähr wäre. Aber Zweigleisausbau, puh. Ich weiß auch gar nicht, ob das so realistisch wäre. Würde das jetzt, also wäre das quasi in echt. Also die würden hier Ausweichstellen bauen, wenn auf dem Teilstück viel Frequenz ist. Das wäre doch ansonsten viel zu teuer. Ich meine, die haben das dann einfach hingeklatscht, um zu schauen, ja, okay, die wollen wir verbinden, damit man da Geld machen können, damit man Sachen transportieren können, aber komplett Ausbau. Ich hätte es auf Firmenbesitzer nicht gemacht. Also, ich hätte es jetzt dort gemacht, wo nötig. Ein bisschen zu schnell. Wow, die Bremskraft, die ist atemberaubend. Gehen wir ein bisschen zurück hier. Sag mal, die Musik hat gerade ihre Momente, kann das sein? Mal kurz checken. Sollte wieder da sein. So. Okay. Wenn ich mal richtig fleißig bin, wenn ich schon mal hier unten bin, ne? Könnte man eigentlich hier direkt mit dem Steindamm hier machen. Dass dann hier nichts ist. Das würde ich nochmal probieren. Ich meine, die Brücke wird sich anbieten, nachdem er nicht so lang ist. Just saying. Das wäre meine Idee. Kommen wir erstmal nach unten. Ich mag die Musik. Voll dazu. Ich meine, ich habe schon ein paar Leute gehabt, die dachten, oder wie sie gesagt haben, ja, das ist total eintönig, was man hier macht. Das ist nur was für Enthusiasten. Das mag in gewisser Weise auch stimmen. Aber wenn ich mal gerade die Musik anhöre, und dann meine Strecken verlege, mit den Zügen hin und her fahre, klar braucht es Zeit, aber ich mag das. Das hat was. Ich meine, klar. Du hast so viele Momente, die frustrierend sind, in dem Spiel zumindest. Oh, es hat auch echt viele schöne Momente. Stell mir dann vor, wenn ich dann in der Zeit so bin und da so quasi mit meiner Dampflok hin und her fahre. Sag mal, Hitsche, wenn du seit Folge 1 mit dabei bist, welche Folge hat dir bisher am besten gefallen? Oder fangen wir anders. Was hätte ich dabei? Seit mittlerweile 23 Folgen, ungefähr sind es 24. Oh, ist die Weiche? Ja, die Weiche ist richtig. Okay. Das wäre es jetzt noch gewesen.
Okay, da haben wir jetzt 249. Sehr gut. Ist alles okay. Ja, und danach werden wir mal die Versorgungsfahrten machen. So, Bremse rein. Dann haben wir ein bisschen Puffer, wenn die dritte Bergstrecke fertig ist. Da entsprechend lange Züge fahren. Ich frage mich, wie hoch das Hügel wird, wenn wir dann 1000 erreichen. Dann extrem viele Fahrten. So, bremsen. Gut ist. Hey, ein bisschen gewachsen ist er. Kannst sogar drauflaufen. Okay, tun wir mal entladen hier. Das kann man gar nicht voran. Sehr gut. Ah, das tut mir nach wie vor weh, dass ich da über 100 Einheiten verloren habe. Oh, hätte ich das mal gewusst mit der Animation. So, sind wir fertig. Können wir weitermachen mit den nächsten. Am besten gefallen hat mir alles, aber so gerade das Aktuelle mit der Miete. Oh, das freut mich. So. Ich denke, das sieht okay aus. Ja, perfekt. So, überall bitte entladen. Acht. Und wir haben jetzt noch 2. Mir das Lied von Tod. Ja, das mit dem Raten, wann es voll ist, das ist wirklich doof. Ich meine, es gibt mittlerweile Cheat Sheets, wo drin steht, dass eben halt nur 10 Einheiten rein können. Aber du bist halt nicht darauf hingewiesen, ne? Den Fehler habe ich eben auch gemacht. Da habe ich 100 Einheiten hier reingeladen, bis halt die Animation hier oben gewesen ist, obwohl einfach nur 10 reinging. Das ist halt echt super beschissen. Also da sollte man wenigstens eine Warnung machen, ey, Moment mal, dein Wagen ist voll oder es gehen nur 10 rein, keine Ahnung. Aber so einfach gar kein Hinweis, das ist echt arschig. Aber ja, ich mache jetzt YouTube einmal vor und da seht ihr, da dürfen nur 10 rein. Ja, macht wenigstens nur einer den Fehler. Okay. Jetzt schauen wir mal, dass wir wieder zur Mini hochkommen. Oh, hier sind wir wieder kalt.
Okay. Ich finde es ja teilweise echt krass, wie auf dem Discord-Server von Raybots Online gerade im Buggy-Board gerendert wird. Wow, da ist ein echt schlechtes Klima teilweise. Weil für YouTube wird jetzt das folgende eine Wiederholung sein, aber ich freue mich schon, wenn die Caboose kommen, beziehungsweise die Betriebswagen kommen. Das wäre super. Will ich dann unbedingt hier hinten dran haben. Sodele. Wieder nach oben. Ich werde mal ganz kurz was trinken. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ach ja, bisschen overpowered ist die Kleine ja schon. Aber wir wären nicht so weit gekommen, hätten wir die Kleine Lok nicht. Das Gefühl, die braucht noch ein bisschen mehr Holz. Vorher. Aber das kann ich mir auch nur einbilden. Bisschen Lust hätte ich hier schon mal wieder D-Ray Valley zu spielen. Also gerade in VR. Bei dir ist die Porte immer ohne Wasser. Okay. Blöd, den Bug hatte ich bis jetzt nicht. Ich meine, wenn ich es mal voll mache, dann bleibt sie erstmal auf 500 für einen Moment. Und dann geht sie langsam runter, so wie es jetzt gerade tut. Jetzt da gerade nichts. Also wenn ich da mit 18 Wagen unterwegs bin, ist das ein bisschen zu schnell. Da haut es mir ja die Wagen raus. Kein Bug, fehlerhaftes Verhalten des Lokführers. Also inwiefern fehlerhaft, dass er ständig Wasser nachfüllt oder wie? Ah, Mann. Ich würde es ja so gern in VR spielen. Das wird sich so gut eignen. Aber ich habe jetzt noch keine Funktion gefunden, um das in VR zu spielen.
Ja, hatte das. Lief sauber durch nach dem Umbau. Bin froh. Aber mich hätte es nicht gewundert, wenn die Lok nach dem Schimmbau irgendwo entgleist wäre. Ach was, vergiss aufzufüllen. Achso, das Windows 11 Update. Okay. Ja, dann beobachte erstmal das Spiel, ne? Wie sich dann die Spiele verhalten. Mein Grad, ich muss mal kurz nachschauen. Der Live-Chat war die ganze Zeit nicht zu sehen. Ach ja. Ich und mein Stream. Damit sich dann Zukunfts-YouTube freuen, wenn ich dann auf Sachen eingehe, die sie gar nicht sehen. Entschuldigung, Zukunfts-YouTube. Ich muss mir echt mal ein paar Waybirds Online Videos von den anderen YouTubern angucken, weil ich habe da bisher nur Schreckenstories gehört, dass sie teilweise die Strecken einfach nur hinrotzen und echt schlecht sind und ich das irgendwie halbwegs schön mache. Ich muss mir das echt mal im Vergleich angucken. Also, bin ein bisschen wundern, wenn ich irgendwie so einer der wenigen bin, die das auf halbwegs realistisch und schön machen. Wir sollten bei der Schmelze noch irgendwie eine Schleife hinbauen, damit ich gerade solche Fahrten vermeiden kann. Eigentlich das gleiche wie ich es, wie heißt das nochmal? Beim Sägewerk gemacht habe. So. Und diese Brücke. Aber das werde ich offscreen machen. Die wird noch begradigt hier. Plötzlich für der S-Kurve da hinten. Schaut euch das mal an, wie die Wagen hochdrückt. Ist ohne Zahnradantrieb. Bei 6 Grad Steigung. 6 oder 7, glaube ich, sind es hier. Also morgen Abend wird es definitiv nochmal einen Stream geben.
um ja, 8:30 oder 7:45 und dann werden wir die letzte Bergstrecke ausbauen bis zur Mine und werden dann da Wachbahnhof bauen. Das wird das Ziel von morgen sein. Je nachdem, wie lange wir brauchen, werden wir dann da auch das Depot hinplatzen und die Versorgungsfahrt machen. Oder, wenn wir ganz sportlich sind, Versorgungsfahrtsbruch, Güterfahrt nach oben. Mit Schienen und dem Holzzeugs, was er braucht. So, ganz nach oben will ich jetzt nicht fahren. Bin nämlich wieder auf Abstellgleis. Das wäre dann die Weiche hier. So, und retour geht's. Sehr gut. Ach ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ne? Ganz frisch aus dem letzten Update. Die zwei Plattformen sind getrennt worden. Balken und hier das Bauholz sind jetzt separat, damit man sich beim Verladen nicht mehr vertut. Also Balken nur hier entladen und das Bauholz hier. Ich finde es ganz cool, dass sie das gemacht haben. Und ich habe die Gleise nicht mal verändern müssen. Also ich hoffe, das funktioniert hier, nachdem ich hier eine Kurve habe. Das werden wir noch einmal testen. Aber coole Sache, dass sie es getrennt haben. Dann ist es ein bisschen klarer. Cool. Nächster Akt wird sein, wir werden die Draisine nehmen. Also wir können sie eigentlich jetzt schon nehmen. Aufgleisen, weil ich will jetzt hier die Weichen nicht umlegen. Bahn runter bis zum Sägewerk. Und werden dann mit Scheitholz einerseits unten zur Schmelzhütte fahren und hier rauf, damit das Depot hier voll ist. Ja, bis wir das machen, gibt es erstmal eine Pause. Also, bis gleich und Musik wird lauter. So, da bin ich wieder. Ich habe mal die Draisine nach hier vorne gebracht. Mit der fahren wir erstmal runter. Hoffentlich ohne zu entgleisen. Okay, wir müssen rückwärts. Und dann ab bis zum Sägewerk. Sollte ja nicht allzu lang dauern. Hoffe ich mal. Sag mal, was spielst du denn neben Railroads Online sonst noch so? Also ich für mich, TS 2022, streame ich ja ab und zu. Und noch Transport FIFA. Also Transport FIFA 2, da liebe ich es ein bisschen schwimmbar zu betreiben. Habe auch mein Let's Play hier auf dem Kanal angefangen, habe es aber nicht mehr weitergeführt. Ich würde es gerne weiterführen. Gibt es mittlerweile ein paar echt geile Mods. Ich habe um die 240 habe ich auch bei mir normalerweise aktiviert, wenn ich spiele. Aber ich fange so oft gerne neu an, weil ich einfach so unzufrieden bin. Und
Hat vielleicht Sim. Das sind so meine Spiele aktuell. Mal schauen, ob man es da jetzt einmal raushaut. Wenn ich damit Fullspeed runtergehe. Ja, moin Fenris. Hoffe, alles ist okay bei dir. Machen wir momentan einen auf Eco und versuchen zum Sägewerk zu kommen. Ja, und da ist passiert. Na, wieso komme ich jetzt nicht raus? Ah, jetzt. Gut, ist bei der Trasini gar nicht so schlimm. Mal aufgleisen und weiter geht's. Ein bisschen den Rücken massieren hier, ne? Kann ja auch ganz angenehm sein. Ah, ich sag's euch, ich bin ja privat bei der Lokorama. Das ist ein Eisenbahnmuseum in Romanshorn. Und da haben wir auch eine Trasini. Die ist ähnlich aufgebaut wie die. Nur, dass du keinen zweiten Hebel hast, sondern dass dann halt die Sitzbank. Und wenn die erstmal in Schwung ist, dann kann ja dieser Hebel, der ja unten mit den Rädern ja verbunden ist, ganz schön einen in den Rücken reindrücken, wenn das mal auf Schwung ist. Das kracht anständig und kann richtig wehtun. Habe ich selber schon mal erleben müssen beim Rangieren. Ja, es ist nicht angenehm. Da ist echt viel Kraft drauf. Gefährlich. Deswegen haben wir auch bei uns im Museum gesagt, du musst mindestens 12 Jahre alt sein, damit du es mit dir erfahren kannst. Weil die Verletzungsgefahr einfach so groß ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so ein kleines Gleis, also es ist ja eigentlich ein ehemaliges Depot von der SBB, die Lokorama, mit einer Drehscheibe. Und wir haben ein Gleis, das ist ungefähr, was wird es denn sein, 500 Meter lang. Es endet an der Drehscheibe und das andere Ende ist quasi auf dem Hauptgleis. Und auf beiden Seiten hat es dann Hemmschuhe, dass sie da nicht weiterfahren können. Und es gibt dann manchmal so super Idioten, nenne ich es mal, die meinen, sie müssen es mal übertreiben und dann voll in den Hemmschuh reinfahren. Das endet entweder in einer Entgleisung oder Schmerzen, eins von beiden. Weil wenn das Ding dann instant stoppt und die sind da gerade voll am Umhebeln und der Hebel bleibt stehen, tut's weh. Aber da habe ich dann einfach überhaupt kein Mitleid, ne? Das ist einfach übertreiben. Noch viel dreister finde ich ja die Leute, die dann einfach in historische Wagen reingehen. Obwohl dann vielleicht da steht, nee, geh da nicht rein oder so. Oder ist nicht öffentlich. Das ist so unglaublich dreist. Du musst in dem Museum echt alles absperren. Und ich kann mich noch erinnern. Da hat man einen Gastbesuch von der BR23, glaube ich, war es. Und die hatten ja die eigenen Wagen mitgenommen. Also Crewwagen, die sie dann abgestellt haben. Es waren auch historische Wagen. Und die waren halt offen. Also ja, da ständig rein und rausgegangen sind. Und dann hat man am Sonntag war das Museum offen. Und da hat er die Aufsicht drin gehabt. Und dann erwische ich einen, wie er dann halt quasi in diesen Crewwagen reingeht. Wo er eigentlich nur drauf standen ist, zu verboten. Und dann hole ich ihn raus und dann sagt er ganz bestimmt, ja, wie jetzt da einfach rausgehen? Ich meine, die Tür war offen.
Und da habe ich auch gesagt, ja, nur wenn die Tür offen ist, heißt es noch lange nicht, dass es hier Eintritt erlaubt ist. Da steht noch, Zutritt verboten, das ist ein Privatwagen. Ja, aber das ist ein historischer Wagen und Museum. Und habe ich gesagt, ja, nee, du kannst doch nicht einfach überall reingehen. Sag mal, wo sind wir denn da? Das ist echt schlimm. Das ärgert mich total. Und ich meine, das ist ja noch das Harmlose. Da gibt es ja noch die Superhelden, die gerade bei den Loks etc. dann halt irgendwelchen Sachen entwenden. Das ist wirklich mühsam. Wow. Also ich hätte nicht gedacht, wie schlimm das teilweise in einem Museum zugeht, als wenn ich nicht selber am Anfang dabei gewesen bin. Das ist wow. Alles doppelt und dreifach absperren, ne. Bei Anstand und echt nur die wenigsten. So, müssen wir hier noch die Weiche umlegen hier. So, wo lädt doch ein? Wow. Ja, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ich meine, ja, falsche Richtung. Die meisten Schlösser sind ja mit dem 5-Kant-Schlüssel sehr zu öffnen, ne? Das reicht dir auch nicht mehr auf, weil die meisten Fans, die haben ja den Eisenbahner-Schlüssel und können alle aufmachen. Die ganzen Schlösser kannst du austauschen und mit vorigen Schlössern austauschen. Das war einfach ohne Worte, teilweise. Ja, komm. Oh, jetzt schafft das hier nicht rauf. So schlimm ist es hier gar nicht. Würde ich sagen, probieren wir es mal ab hier. Glaube ich, geht es mit 4% hoch. Ja, maximale Hochgeschwindigkeit hier. Ach komm jetzt, ich will das jetzt nicht laufen. Resine. Also mal ab da, ob es da besser geht. Nö. Okay. Geh mal zu Fuß. Gehen wir aber der Stadtträger. Ja, ähnliches Problem, ne? Du kannst halt nicht wirklich davor irgendwie vorgehen, außer dass du halt dann wirklich sagst, ja, du machst ein spezielles Folgeschloss hin. Mit Sicherheitsschloss etc. Traurig. Vor allem, was mich ja am meisten ankotzt, ne? Also zumindest bei der Eisenbahn, wenn du die Enthusiasten hast, die sagen, ja, okay, tut's doch mal das alles enthalten, tut's das aufarbeiten. Und das sind jetzt genau die Leute, die dann Sachen entwenden oder kaputt machen. Also, WTF, oder? Muss man die Sachen vor den Fans und Anführungszeichen irgendwie sichern. So. Sollte reichen. Da soll es eigentlich nur noch bergab gehen.
Ja, stimmt dir zu. Aber das Leben ist viel zu schön, um sich da durchgehend drüber aufzuregen. Das ist auch eine echt schöne Kurve geworden hier. Auch die alte Strecke hier. Die allererste Brücke. Die bleibt auch so bestehen. Als Denkmal. So, da sind wir ja da. Mal kurz den Text lesen. Auch in dem Presserzeug ist die Entschließungsklappe mit dem Dreikant zu öffnen. Zusätzlich ist die noch mit drei Schrauben gesichert. Hatte schon einen, der den Riegel geöffnet hat. Und das er bemerkt, aber dann auf. Hä? Warum sollte man das denn entriegeln? Ach ja, liebe Leute, es gibt jetzt ein kleines Reveal von euch, der zumindest den letzten Stream nicht angesehen hat. Wir haben die Lok Nummer 4. Das ist die Class 70. Hier ist sie. Ich habe sie mal Tiger genannt. Die hat eigentlich keine Bremsen. Sie sind auch hier nicht drin. Aber gemäß letzten Patch wurden sie hinzugefügt. Und das ist unsere Lok Nummer 4. Licht funktioniert nach wie vor nicht. Geht nur bei der 3er. Aber die ist einfach ultra langsam. Also die dürfte es, glaube ich, mittlerweile auch auf YouTube gesehen haben. Die Nummer 3 mit Schreibfehler. Aber Nummer 4 hier, die ist neu. Und schaut euch mal den Tender an. Da passt so viel Holz rein. Da kann man ewig fahren. Das ist der Hammer, die Lok. Und die hat unglaublich viel Leistung. Also ähnlich viel Leistung wie die Nummer 3. Aber ist einfach um einiges schneller. Ich wollte die Terrassine, glaube ich, aufgleisen. Kann ich das noch? Nö, kann ich nicht. Okay, aber die Lok werden wir jetzt erstmal warm machen und mit der machen wir die Versorgungsfahrt. Jetzt werden wir da mal schauen, ob wir richtig rauskommen. Das ist richtig, das ist auch richtig. Das ist nicht richtig. Das ist richtig, das ist nicht richtig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Episode schon rausgekommen ist, wo ich das hier neu gebaut habe. Da gibt es jetzt neu ein Gleisdreieck. Aber ich glaube, die Episode ist schon raus, wo ich das erwähnt habe, dass ich das neu gemacht habe. Aber das ist neu. Hier gibt es zwei Absteiggleise. Da ist der Gigaholzzug mit jeweils 8 Wagen auf 2 Absteiggleisen. Der wartet auf eine Beladung. Hier vorne. Und dann los auf die Abfahrt. Aber den werden wir heute nicht bewegen, wie wir heute die Versorgungsfahrt machen. Mit dem Scheitholz, mit der Lok Nummer 4. Und die ist garantiert kalt. Die steht ein bisschen zu lange hier. Ja, die ist kalt. So. Nachdem ein bisschen braucht, dass die warm ist, machen wir hier eine kurze Musikpause. Und so wie die heiß ist, düsen wir los mit der hier. Ist ein echt schöner Look. Und ich werde mal versuchen, realistisch zu bremsen. Das soll heißen, dass ich den Richtungswender bei der Fahrt in die andere Richtung drücke und nach hinten fahre. Da werden wir hier schleifen, aber so haben sie es auch früher gemacht. Weil eben, hier gibt es keine Bremse
Und wenn, dann wurde halt die Handbremse angezogen. Beim Tender oder halt beim Caboose, beziehungsweise beim Triebswagen ganz zum Schluss. Auch früher in England etc. Bin ich hier anzogen? Nee. Also, kleine Pause und bis gleich. So, dann sind wir schon wieder da. War eine ganz kurze Pause. Die Lok ist jetzt heiß und fahren los. Zylinderhähne auf, Glocke an, Pfeifen. Los geht's. Ja, schöne Lokomotive. Ich werde an der Stelle den Games ein bisschen lauter machen. Ah, die gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, die Weiche ist richtig gelegt davor. Nein, ist sie nicht. Hahaha, gut, dass ich nachgeschaut habe. So. Dann können wir weiterfahren. So, aber da werden wir jetzt ein bisschen Streckenbau machen müssen. Denn, zumindest wer YouTube verfolgt hat. Ah, Richtung. Der hat das noch nicht gesehen. Ich habe die Strecke zu den Hölzern neu gemacht, also zu den Baumstämmen. Die alte Strecke, die ist da vorne, wo jetzt die Lok steht, abgezweigt und ist hier reingegangen. Die Gleise sind noch da. Ich habe auch hier eine Weiche gemacht, damit wir hier zum Scheitholz kommen. Aber der Anschluss fehlt noch. Das müssen wir jetzt neu machen. Grund dafür, dass ich das neu gemacht habe, war vor allem die Kurve da oben. Die werde ich jetzt nicht neu bauen. Also noch nicht. Die kommt noch. Jetzt wäre es. Nein! Ich habe gerade den ganzen Damm gelöscht. Ja, nein, oder? Jetzt muss ich versuchen. Erddamm. Dass ich von da auf die Höhe reinkomme. Jetzt schaue ich mal, wie viel das wäre. Okay, probier's erstmal mit dem. Ja, geil.
Muss ich mal schauen. Ich verstehe natürlich auch die Anzeige nicht. Ich bin ein bisschen zu niedrig. So ein Shit. Okay, ich werde das erstmal so machen. Den Gleisabschnitt soll es erstmal nicht beeinflussen. Ich muss den ganzen Abschnitt neu machen. Aber den Abschnitt hier sollte ich jetzt hinkriegen. Zum heißen hier eine scharfe Kurve. Ich würde sagen, wir gehen gleich mit 20 rein. Ah, 20 war vielleicht zu viel. Das war zu viel. Weiche links. Ich glaube, so. Kann ich aber den Anschluss. Ich werde es neu machen. Ich riskiere es nicht, dass ich hier entgleise. Okay. Und dann wenn wir hier mit weniger reinfahren. Machen wir mal minus. Na, machen wir sie weniger. Gehen wir mal mit minus 15 rein. Gar nicht mal so schlecht. Dann grad ziehen. Das habe ich gar nicht schlecht getroffen. Mal anschauen. Ich meine, das hier ist echt heftig, aber der Rest ist okay. Finde ich zumindest. Also von 1 bis 5, wo 1 das Beste ist, würde ich sagen, ist es ein 2 minus. Was für ein Maximum. Puh. Ich könnte es gar nicht sagen. Also ich gehe mir nach der Devise, je weniger, umso besser. Also ich denke mal, alles zwischen 11 und 20 ist okay. Und wenn du zu 20 reingehst, am besten in 2 Grad Schritten fahren. Also das hier. Ich meine, schau dir das mal an, ne? Das finde ich eigentlich schon zu viel. Weil wenn du dir die Lok da anschaust, du schreibst ja damit die Treibräder an. Siehst du das?
4 Treibräder zusammen auf dem Gestänge. Ich glaube, die haben keine Freude, wenn die da doch so die Kurve rein müssen. Also, ich glaube, wenn das, wenn ich das realistisch mache, dann würde ich, glaube ich, mit maximal 15 Grad reinfahren. Aber nicht mit so, also, da wird es 100 pro entgleisen. Das finde ich zu heftig. Ich müsste eigentlich da eine ganz sanfte Kurve machen da rein. 15 Grad ungefähr. Ich meine, wenn wir uns das mal anschauen. Ich passe jetzt mal hier frei. Grad. Stellen wir mal 15 Grad ein. Das sind 15 Grad hier. Würde ich sagen, ist das doch oberste Grenzwerte. Also ich glaube, ist jetzt richtig schön, machst du F bis 13, aber 15, das wäre hier 15. Das glaube ich Schmerzgrenze. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und generell zum Entgleisen, je sanfter die Kurve ist, umso besser. Aber hier, und dann, es bleibt nicht so. Ich will jetzt einfach nur nicht die Strecke da hinten neu bauen. Einfach nur, damit ich den Anschluss jetzt erstmal hier habe. Mach so sanft wie möglich. Und 15. Also für das Treibgestänge, was die Lok da hat, würde ich sagen, ist das eigentlich schon zu eng. So, puh. Da wird schon knarschen. Wenn wir das gleiche mal mit. Machen wir mit 11, ne? Machen wir den mal gerade. Snap mal. Da, da haben wir jetzt eine Kurve mit 11. Es ist schon viel entspannter hier mit 11. Aber zumindest auf den Bergstrecken kriegst du das mit 11 nie durchgehend hin. Aber solche Kurven wären natürlich ideal, ansonsten. Da könnte man natürlich sagen, naja, gewisse Bergstrecken sind halt nur für Climbings etc., die entsprechend kurz sind, die dann sowas machen können. Oder alles im besten Fall. Ja, sowas. Aber für die Hauptstrecken, für die Lokbedienung Nummer 4 da, für die Class 70, bis auf 11, 12 Grad gehen. Also damit es plausibel aussieht. Ich meine, die Lok wird auch den Kurvenradius jetzt schaffen, wenn wir langsam fahren. Aber ich glaube, das ist keineswegs realistisch. Also das wird. Das wird schon irgendwie plausibel haben. Wir werden dann. Ich zeige euch mal die Bergstrecke da. Da müssen wir zwar jetzt erstmal nicht hin, aber da zeige ich euch mal, wie das so wäre. Im Vergleich. Da müssen wir aber hier mal umstellen. Weil die Kurve, was hier danach kommt, da hinten, ist auch viel zu eng. Aber das war auch die allererste Bergstrecke, die ich hier gebaut habe. Eben die Treibräder hier. Ich meine, du hast zwar da hier die Führung hier drin, aber die schafft es ja niemals um so eine enge Kurve in echt. Also, fahren wir mal. Wie schaut es mit der Lok? Naja, die ist natürlich wieder kalt. War ja klar. Okay, also ich fahre mal die neue Strecke, nur wenn wir es mal gesehen haben. Ah, ich sehe gerade, das Wasser ist wieder schön kalt, ich glaube, wir schaffen es eh nicht. Aber eben da, schön entspannte Kurven. Wenn man den Platz hat, dann nutzen aus. G-
glaube, das ist eine 12er Kurve hier. Man ist schon grenzwertig, wenn man sich die Lok anschaut. Aber ich denke mal, je entspanntere Kurven du hast, umso besser. So, weil da müssen wir jetzt gar nicht fahren, ich habe auch gar nicht den Dampf. Da ist der alte Abschnitt hochgegangen, also ist auch noch verbunden mit der alten Strecke. Ich habe mir noch überlegt, ob ich da eine Weiche reinmache. Ob wir da noch runterfahren könnten, aber da muss ich das hier nochmal neu machen. Das heißt, es wird jetzt erstmal nicht passieren. Also wenn, dann müsste die Weiche irgendwo hier sein, damit sie gerade weggeht. Dann nach links runter jetzt zur neuen Strecke. Vermutlich werde ich es machen. Irgendwie so ab da. Bleibt mal wie so ein Gleisdreieck hier. Weil ansonsten ist es jetzt noch nicht verbunden. Ach, und wundert euch nicht über das hier. Ich werde das mal wegmachen. Das sind Beladungsmarker gewesen, die ich genutzt habe. Bergstrecke hier da, wenn man so möchte. Abenteuerlich. Hier müssen wir eigentlich hin. So, dann fahren wir mal wieder retour. Dann seht ihr mal die alte Bauweise. Und die ist so schlimm, dass ich auch schon einige Male da im Gleis bin. Deswegen habe ich das hier neu gebaut. So, dann legen wir die Weiche einmal um. Weiter auf der alten Strecke. Dann seht ihr mal wieder die schlimme Kurve, die ich meine. Ja, nein, das ist nicht schön. Das muss ich neu machen hier. Und die Kurve ist einfach unschön, weil das auch noch enger werden und hat ein paar Haken hier drin und man sieht es auch ganz leicht. Und da ist mir schon ein paar Mal was entgleist. Das wird vermutlich die letzte Fahrt sein, auf der alten Strecke hier. Weil das sollte schon eine Passage sein, wo die... Oh, das ist hier falsch gestellt. Da wäre es jetzt eigentlich zu den Holzstämmen raufgegangen. Aber ist ja nicht mal angeschlossen.
So, dann da waren wir da. Manchmal hier vorbereiten. Bremse ist angezogen. Sehr gut. Ich empfehle euch übrigens nicht so zu fahren. Die Kupplung, wenn sie so verbunden ist, hat das Potenzial zu reißen bzw. auseinanderzugehen. Das passiert ziemlich schnell. Also schaut, dass ihr irgendwie hinten mit nah schon eine ganze Verband rankommt. Weil das hier ist nicht so weit. Meine Erfahrung zumindest. Ja, und zwar der Task, das hier aufzuladen. Aber ich würde sagen, das machen wir heute nicht mehr. Es wird schon langsam spät. Ich würde sagen, das mache ich offscreen und dann geht es weiter mit der letzten Bergstrecke im nächsten Stream. Ich hoffe, euch hat gefallen und bis demnächst. Hab mich gefreut. Tschüss.